Dieser Film ersetzt nicht das persönliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt. Liebe Patientinnen und Patienten, heute möchte ich mich mit Ihnen über die Mittelohroperationen unterhalten. Deren gibt es zwei. Es gibt einmal die Mittelohroperation, wo nur das Mittelohr operiert wird und oder dazu der Warzenfortsatz, der einen Anhang des Mittelohres darstellt. Dabei unterscheidet man unterschiedliche Sachen, die begründet sind durch die Aufgaben des Ohres, nämlich das Gleichgewicht und das Hören. Und zwar ist es so, dass man zum einen zu Schädigungen kommen kann, Gleichgewicht zu wahren. Das ist dieser Bereich hier, das heißt, es kann Schwindel auftreten, Unsicherheit beim Gehen kann auftreten, Übelkeit und Erbrechen kann auftreten. Dann kann es sein, dass man, wenn das Innenohr beteiligt ist oder geschädigt ist oder wird, dass es zu einem Hörverlust kommt, also Hörminderung bis Hörverlust hin, bis hin zu Ohrgeräuschen, die auftreten können oder und auch einer Ertaubung, die möglicherweise auftreten kann, wenn dieser Bereich durch Ihre Erkrankung oder auch durch die Operation geschädigt wird. Dann natürlich ist es so, dass zwei Nerven durch den Bereich des Mittelohres laufen. Das ist einmal der Geschmacksnerv, das heißt, der Geschmack kann sich verändern, der läuft frei durch die Paumühle durch und von ihm aus oder von ihm abgebend sozusagen der Gesichtsnerv, der in der Wandung läuft, hier hinten durch, dann läuft der die Gesichtsmimik des Menschen macht. Diese Sachen können geschädigt werden. Darüber hinaus ist es so, dass es zu Veränderungen kommen kann, zu Nabelschnurren im Bereich des Gehörgangs kann auftreten, im Bereich des Übergangs von der Paumenhöhle zum Warzenfortsatz, der dahinter gelegen ist, das kann passieren. Und schlimmstenfalls kann es auch bei größeren Eingriffen, je nachdem die Pathologie gelegen ist, zu Verletzungen von Gefäßen kommen, die hier im Bereich des Felsenbeins durchlaufen. Als allerletztes ist zu nennen die Belüftung des Ohres, die über die Tube läuft, die man hier sehen kann. Auch die kann operativ bzw. vorgeschädigt sein durch ihre Erkrankung oder auch gar nicht funktionieren und Auslöser der Erkrankung sein. Und dort können auch Schädigungen auftreten, die dann zu postoperativen wiederkehrenden Infektionen und erneuten Rezidiven führen können. Vielen Dank.